Herzlich willkommen, ich begrüße euch ganz herzlich und zwar aus Köln. Ich hoffe, es gefällt euch hier. Nein, ich bin jetzt in Köln und begrüße euch zu Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde. Und ja, wir sind gerade hier und werden gerade attackiert an unserer kleinen Festung hier. Und hier unten anscheinend auch, da kommen auch schon wieder welche. Zeit für einen Imbiss, genau, schmeiß mal. So, und Theoden kann tatsächlich, wie mir geschrieben wurde in den Kommentaren, auch das Pferd besteigen. Das ist ja tatsächlich sehr gut. Das sollte man dann mal machen, dass wir den auch aufsteigen lassen. So, jetzt könnt ihr wieder hier zurücklaufen. Hier werden ja gerade einige Orks schon wieder angreifen. In den toten Sümpfen. Schart euch um mich. Schart euch um mich, Theoden. Ja, du wirst für uns das alles hier rocken. Bleibt ihr hier? Bleibt ihr wohl hier? Meine Güte, lasst die doch in Ruhe da. Wir sind doch eigentlich nur hier, um uns kurz aufzuheilen. Mehr wollen wir doch gar nicht eigentlich. So, wir gehen mal hier lang. Was hat denn Theoden? Ach, schau mal. Hier hat Mordor ein Schlachthaus und ähnliches. Okay. Wir werden angegriffen. Ja, die machen wir ganz fix kaputt. Okay, Theoden wird da gerade ein wenig gejagt. Eilt euch. Das macht mir aber nicht so viel. Mal sehen, wie weit die uns verfolgen. Ah, oh, da sind auch wieder Bogenschützen. Was sind eigentlich nochmal hier? Ach so, haben wir schon geschafft. Ja, kommt ihr wichtig Tour da drüben. Das ist... Ist ja jetzt nicht euer Ernst, ne? So. Laufen wir mal hier runter. Ja, genau. Macht die mal schön kaputt da. So, wo sind wir denn? Wo müssen wir hin? Ja, also, was ich auch eigentlich nochmal erzählen wollte. Ich bin jetzt in Köln, starte hier jetzt meine erste Aufnahme sozusagen. Und an diesem PC, den ich jetzt hier mir eingerichtet habe, werde ich natürlich auch ein neues Projekt starten, da ja... Achso, ich wollte sagen, da wird schon angegriffen. Da ja Siedler vorbei ist, beziehungsweise es ist ja nie vorbei. Siedler ist ja nie vorbei. Oh, jetzt wird hier aber gut angegriffen. Nein, sondern ich meine ja nur, dass ja jetzt erstmal die Nebelreichkarten geschafft sind und wir von daher etwas warten müssen, bis wir die Legenden anfangen. Ne? Und ich bin auch einer gewissen Person seit längerem etwas schuldig, ein Projekt, das ich unbedingt fortführen wollte und ich möchte das jetzt nicht noch länger hinauszögern. Deshalb wird das starten in Kürze. Oder hat das schon angefangen? Ich glaube, das hat noch nicht angefangen. Oh, guckt euch das an. Der hat den Turm kaputt gemacht. Und ich wette, die Männer und den Turm gleich wieder kaputt. Ja, tatsächlich. Haben sie schon wieder kaputt gemacht. Wie gemein. Wie dreist einfach. Ganz frech. So, hier unten sehe ich gar kein Lager mehr. Was passiert denn hier? Ah, wir werden angegriffen, natürlich. Ja, jedenfalls könnt ihr jetzt gespannt sein und ich habe es tatsächlich also auch geschafft, das hier alles tatsächlich ankommt in Köln und ich hier von hier aus ganz wieder Aufnahmen starten kann. So. Ah, da sind sie. Unser Vorposten wird angegriffen. Der Feind ist unter uns, Männer! Wo denn? Wo sind noch welche? Da sind ganz viele. Los, reitet hindurch. Oh, da sind aber viele Orks. Ja. So, machen wir die hier mal kurz alle kaputt. So. Alle Orks niedergeritten. Wunderbar, sehr schön. Ja, ideal. So, dann kann nämlich auch unser guter Theoden ein wenig... aufgelevelt werden. Das ist ja auch ganz schön. Und hier, ja, den habe ich gerade gebaut und schon kommen sie hier an. Ist natürlich wieder mal typisch irgendwie. Ja, wir haben den Feind vernichtet. Ich werde die mal kurz hier... kurz hier aus dem Weg hauen. Ihr bleibt schön hier. Und ihr auch. Damit wir nämlich hier ein bisschen Verstärkung haben. Ja, genau, da kommen nämlich tatsächlich auch schon welche.
Ja, die müssen wir nämlich ganz fix aus der Welt schaffen. Oh, die haben noch nicht mal Feuerpfeile hier. Das gibt's ja wohl nicht. Die haben hier gar nichts. Die könnten... Ja, Feuerpfeile wäre eigentlich schon mal ganz cool. Ah, haha. Es steht noch. Und da wird natürlich auch angegriffen. Ja, kommt. Das reicht doch jetzt. Okay. Also, von hier kommt jetzt erstmal nichts mehr. Aber von da kommen welche. Hier, da müssen wir schnell mal nachgucken. Was verbirgt sich denn hier? Oh ja. Oh ja. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Okay. Okay. Da ist ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein paar mehr Leute sind hier. Tatsächlich. Okay. Dann müssen wir mal schauen, dass wir die gleich souverän zerlegen. Komm mal hier rüber hier. Komm mal hier rüber. Hier ist der Brunnen, der heilt euch schön auf. So. Ja, werdet ihr wunderbar aufgeheilt. So. Ihr macht die mal schön kaputt da. Das sind so viele Orks, die können ja eh nichts. Meine Güte, ey. Ist ja Wahnsinn. Wie viele sind denn das hier noch? Okay. Komm mal her hier. Und dann zack. Oh, hier. Schnell weg. Und ihr schnappt euch hier die Typen. Hier, schnappt euch die Typen hier. Alter, dieser Kacksgebirgstroll, was hält der denn alles aus? Zurück! Halt! Okay, er ist gestorben. Er ist umgefallen, sehr gut. Dann haben wir ja alle jetzt wieder hier zusammen. Sehr schön. Sind alle geheilt? Noch nicht ganz, aber gleich. Gleich sind alle geheilt. Ja, und hier haben sie wieder ein eigenes Sägewerk aufgebaut, ne? Da wird noch repariert und hier wird angegriffen, natürlich. Das ist ja hier dasselbe Gedöns von eben. Ist egal. So, wir reiten jetzt hier rein und werden alles vernichten. Wir werden jetzt alles vernichten hier. Ah, da sind noch mehr von diesen einzelnen Männchen. So. Okay, was kommt dann noch? Da kommt nicht so viel. Och, das... Die Türme sind ja schon gleich kaputt. Okay. Dann will ich mal ein paar Ents rufen, oder? Brauchen wir ein paar Ents? So, ihr nicht, Freunde. Ihr nicht. Ihr müsst hier aufpassen, dass ihr auch nicht gleich sterbt. So. Zack. Hier die Türme kaputt machen. Sehr schön. Sehr schön. Türme alle vernichten. Na, vielleicht sollte ich doch noch ein bisschen hier Heilungszauber oder sowas reinschmeißen. Ja, sieht aber ganz gut aus hier. Das sieht ja sehr entspannt aus. Theoden, du kannst ja auch gerne mitkämpfen. Kannst dir sehr gerne mithelfen. Ihr werdet bestraft, bezahlen werdet ihr. Ja, wir machen euch fertig, ihr Luschen. Ah, oh, was kommen denn da noch für welche hier? Was wollt ihr denn noch? Ja, kommt. Ihr bleibt hier. Ich habe jetzt keinen Bock, dass hier mir einer meiner besten Trupps gleich drauf geht. Oh, jetzt sind tatsächlich noch einige nachgekommen. Zing, zing, zing. Okay, sehr gut. Mensch, wie viele sind denn das hier? Wie viele sind denn das schon wieder? Boah, das ist ja, das sind ja Massen. Massen. Ich rufe einfach mal hier ein paar Reiter. Hallo? Na bitte, geht doch. Los, reitet da durch. So, die sind jetzt ein bisschen geschnetzelt worden. Das ist auch schön. So muss das sein.
schön, haben wir ein bisschen kaputt gemacht, die Typen. So, ich wollte einen Brunnen eigentlich haben. Das war so die Hauptsache an der ganzen Geschichte, dass ich hier einen kleinen Brunnen bastel, wo wir uns heilen können. Hat noch nicht so ganz geklappt gehabt, ne? Ich baue mir hier auch nochmal so eine Kampfstatue hier, so eine Reiterstatue. Okay. Na. Jungs und Mädels, was denn da los? Sehr schön. Aber ich möchte echt unbedingt die Feuerpfeile haben. Warum kann ich... Ich muss irgendwie ein paar Truppen sterben lassen, damit ich endlich Feuerpfeile herstellen kann und erforschen kann. Naja, mal gucken. Ah, der Trupp sieht nicht mehr so wahnsinnig gesund aus hier, ne? Ach, Gottchen. Diese komischen Typen da, weißt du was? Die Schlacht wartet. Wisst ihr was, da schicken wir einfach mal welche hin. So. Gucken wir mal. Hier ist noch so ein Trupp. Die nehmen wir auch mit. Die haben eh nicht mehr so viel Zeit, bis die weg sind. So, haben wir die auch. Okay, na, bald haben wir doch das Gebiet komplett unter unserer Kontrolle. Das dauert doch nicht mehr lange. Wir werden unseren Mut beweisen. So, vielleicht schaffen sie es noch. Holt eure Waffen. Ja. Hohirrim. Zack. Schön. Da sind sie ja gleich alle tot. Sehr gut. Haben sie das geschafft? Wunderbar. Oh, da kommen schon wieder welche. Oh, da kommen ja einige. Oh, reitet mal kurz zurück hier. Wir lassen die mal kommen. Mensch, warum die denn plötzlich schon wieder alle ausgehoben? Da sind ja richtig viele. Das sind ja schon wieder Massen. Unglaublich. Na gut, aber die werden ja nicht weit kommen hier. Ja, die kommen jetzt alle ganz gemütlich hierher. Haben aber keine wirklich große Chance. Zang. Jetzt stehen sie ja auch noch im schönen grünen Gebiet, wo unsere Leute gleich einen fetten Rüstungsbonus bekommen, wenn wir da hinreiten. So, zack. Einmal schön hier alle vernichten. Bestraft alle Feinde Rohans! Bestraft die Feinde Rohans, genau. So, wir sind auch bald aufgeheilt wieder, komplett. Das ist schön. Und die haben jetzt gerade ihr Pulver verschossen, das ist noch besser. Oh, jetzt sind gerade unsere anderen Reiter wieder davongezogen. Sind wieder vernichtet nicht, sondern verschwunden. Einfach verschwunden. Mut für unsere Freunde. Okay, ein bisschen muss noch geheilt werden. Der wird geheilt und der ist gleich geheilt. Okay. Sehr schön. Ja, ist klar. Okay, kommt. Ihr seid ja jetzt auch schon wieder aufgeheilt. Das funktioniert schon. Na, sind gleich alle tot? Unsere Truppen werden angegriffen. Okay. Mensch, wo haben die denn schon wieder alle ausgebuddelt? Gibt's ja gar nicht. Boah, so viele Orks. Zum Glück sind es nur so billige Orks, die nichts können. Ah, da ist tatsächlich eine Riesenfestung. Da ist eine Riesenfestung. Boah. So. Dann vernichtet mal alles hier. Mach deinen letzten Atem. Sie greifen an. Hier endet deine Botheit. Die Stunde ist gekommen. So, du kannst da mal prügeln, du kannst da prügeln. Und ihr könnt gerne hier noch mit prügeln. Sind hier noch irgendwelche Trolle? Nee, Trolle sehe ich gerade nicht. Wir werden siegen. Genau, so schaut's aus. Oh, Eomer, wo bist du? Du hast ja ganz schön einstecken müssen, mein Freund. Nicht gut. Fürchtet keine Dunkelheit, genau. Attacke! So, zack, alle Leute schnell geheilt. Wir brauchen alle ein Schwert. Los, auf sie! Ja, sehr schön. Du kannst auch gerne weiter angreifen. Du musst da jetzt nicht irgendwie... Nee, nicht Angriff abbrechen. Angreifen. Ja, okay. Wunderbar, haben wir das auch gleich vernichtet hier. Ja, auch hier sind sie weg. Sehr gut. So, jetzt muss der End nur mal weggehen, dass ich hier auch mal irgendwie die Stadt anwählen kann. Verdammt. Ja, geht doch.
das Lager hier anwählen. Sehr schön. Haben wir erneut ein bisschen was vernichtet. Dann weiß ich jetzt gar nicht, wo ich hier den Brunnen haben will. Ist eigentlich völlig Wurst. Ich glaube, wir müssen nämlich nur noch dieses eine kleine Lager da vernichten, wo eh nur drei von diesen Fleischereibuden sozusagen rumhängen. Das heißt, eigentlich ist da gar nicht so viel, was ich machen muss. Das ist ja ganz schön, ne? Ich meine, dieser komische Holzfäller, der soll irgendwie mal gestohlen bleiben. Oh, wir haben 14 Fähigkeitspunkte. Wir brauchen noch zwei und dann können wir die Armee der Toten rufen. Wir können theoretisch auch elbische Verbündete einstellen, dass wir die kriegen, aber nö. Oder ist hier drüben noch ein Lager? Da könnte natürlich auch noch was sein. Müsste ich auf jeden Fall erkunden, da nochmal langreiten, um zu schauen, was es da so gibt. Die Heerschau soll beginnen. Die Heerschau soll beginnen, genau. So, die sind zu 5, die sind auch zu 5, die sind ja fast alle noch komplett. Ich dachte, da hätten manche voll auf den Sack gekriegt. Aber nein, offenbar nicht. Offenbar haben die nicht alle auf den Sack gekriegt. So, reitet mal hier rüber. Reiter! Reitet, ihr Reiter! Wir müssen diesem Übel trotzen. Oh, bis die Ents gerufen werden können, dauert es wieder ein bisschen. Aber ich glaube, großartig viel kommt hier ja auch nicht mehr, was wir vernichten müssen. Wir laufen hier einfach mal lang. Ja, führt sie hierher. Schild mal, ja, plus 55% Rüstung. Okay, das bringt aber auch nur kurzfristig was, glaube ich, ne? So, die Totensümpfe hier sind weit. Aber hier scheint es auch nicht mehr viel zu gehen, ne? Oder hat der Feind hier noch ein Lager aufgeschlagen? Also es würde ja eigentlich passen, weil genügend Platz ist hier auf jeden Fall, um noch ein Lager aufzuschlagen. Hier ist doch bestimmt noch eins. Ich schaue mir das gleich mal an. Allerdings, wenn da nur ein Holzfäller ist, das ist ja dann, das wäre ja nicht, das wäre ja nicht so viel. Wir reiten zusammen. Ne, bleibt immer kurz nach hier, bitte. Damit wir hier auch einen kleinen Gutshof holen können, bauen können. Okay, hier waren wir schon, da ist nichts. Ah doch, hier unten ist ein kleines Dörfli. Na kommt, das macht ihr. Das macht ihr. Und ihr geht natürlich weiter hier rüber. Hier haben wir nämlich noch nicht alles erforscht. Hier ist aber bestimmt noch irgendwo. Oder echt nicht. Ist hier nur der Sumpf? Scheint nur der Sumpf zu sein. Okay, ja gut, dann. Dann ist ja nicht mehr so viel zu tun. Dann müssen wir nur ganz fix hier rüberlaufen. Und hier alles kaputt klopfen. Und dann haben wir schon geschafft. Oh, geil. Unsere Bogenschützen. Sehr cool. So, wir werden angegriffen. Ja, hier von diesen ganzen Gedöns hier. Ja. Mach mal schön alles kaputt hier. Ja. Wunderbar. Haben wir schon wieder alles vernichtet. Und gleich ist die Zitadelle gefallen und damit haben wir die Mission auch abgeschlossen. Sehr schön. Perfekt. Die Helden Mittelerdes haben gesiegt. Hoho. Und das Gehöft ist auch noch fertig. Ja, wunderbar. Haben wir das auch noch abgeschlossen? Na, das ist doch alles, was wir wollten. Ideal. Perfekt. Baut viel Wacht drüber mal. Ja, wunderbar. Hier, zack. Helden war aufgestiegen. Da werden wir aber bald nicht mehr so viele Punkte für kriegen. Zack. 99.413 Pünktchen und wir kriegen plus eine Spezialfähigkeit auf unserem Elbenstern. Besiegte Einheiten in dieser Mission haben hier ein Rohirrim-Bataillon natürlich, die haben wieder richtig losgelegt. Bei den Orks, da können sie ja auch einfach durchreiten, das ist ja recht entspannt. Totensümpfe genommen, zack, bam, eingenommen würde ich sagen. Die Dunkelheit muss aus den Ländern der unschuldigen Menschen zurückgetrieben werden. Richtig, richtig. Und damit werden wir auch in der nächsten Folge weitermachen. Hier gibt es im Düsterwald plus 20% Rohstoffe. Das glaube ich schon mal gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Und vor allem drei Spezialfähigkeiten nochmal.
Und hier auch nochmal Treibspezialfähigkeit. Also von hier können wir uns dann richtig fett ausbreiten. Das wird nochmal spannend. Also da werden wir uns nächste Folge dann drum kümmern. Und wir haben auch gar nicht mehr so viel. Hier, na, doch, der Scheideweg und Zentralitilien, die sind eigentlich noch so welche, die wir noch schaffen müssen. Aber wir können theoretisch auch mit unserer Armee Gondors bis nach Nuren reinmarschieren. Und dann sozusagen von hinten anfallen, den Sauron. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Da muss ihr Schwarze Tor auch nicht angreifen. Aber das ist Material von den nächsten Wochen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut.